Grad Kornpflicht. Kein leichtes Unterfangen, denn die Steirer haben zuletzt sogar Titel mit Favorit Lustenau besiegt. Für die Linzer geht es dagegen, wie gesagt, um das große Ziel Aufstieg. Ob Gradkorn dabei zum Stolperstein wurde oder ob die Nerven gehalten haben, das sagt Ihnen jetzt Dieter Danko. Die Botschaft der Linzer Fans könnte klarer nicht sein. Sie sind unzufrieden mit den letzten Leistungen ihrer Mannschaft. Die Gregoritsch 11 auch vereinsintern bereits unter Druck vor dieser Partie. Und darüber hinaus sehen die 3600 auf der Google auch noch die erste Offensivaktion im Spiel von den Gästen. Schnell abgespielter Freistoß von Hacker auf Brauneis und Fellner kann hier gerade noch stören. Aber die Linzer dennoch von Beginn weg mit viel Elan und in der sechsten Spielminute dann auch mit der ersten Chance durch diesen Freistoß von Wolfgang Klapf. Und da kann sich Heinz Weber ein erstes Mal auszeichnen. Die Steirer geraten in weiterer Folge immer mehr unter Druck. Das Laskwerkel kommt immer besser auf Touren. Die Oberösterreicher jetzt sehr entschlossen. Der Kapitän Ivica Vastic mit dem Auge für Pascal Ortner. Und die nächste Glanztat von Gradkorn Schlussmann Weber. Das Ganze nach 17 Minuten. Da muss er langsam nervös werden. Michael Fuchs, zu selten kann sich seine Mannschaft aus der Defensive befreien. Minute 29 und jetzt ist es passiert. Gerhard Fellner hat nach Flanke von Klapf per Kopf zugeschlagen. Entsprechend die Freude der 36-Jährigen über sein erstes Saisontor. Und wie schnell dieser Treffer entstanden ist, das sehen Sie jetzt. Ein schnell ausgeführter Freistoß hat die Situation eingeleitet. Die ideale Flanke von Klapf und zu wuchtig der Abschluss von Fellner. Weber ist zwar dran, aber chancenlos. Kurz vor der Pause meldet sich der FC Gradkorn aber in der Offensive zurück. Ein Freistoß durch Tino Wawra und Panagiotopoulos prüft zum ersten Mal heute Wolfgang Knaller. Der Belgier bleibt sonst aber farblos. Pausenstand 1:0 für Linz, verdiente Führung, aber keinesfalls locker lassen, sagt die Körpersprache von Werner Gregoritsch im Gespräch mit Pascal Ortner, der auch heute wieder den Vorzug gegenüber Osterz erhalten hat. Auf der anderen Seite bringt Trainer Michael Fuchs Abu Kané als zweite Spitze hier am Ball und Gradkorn bekommt das Spiel im weiteren Verlauf noch besser in den Griff. Abu Kané auf Daniel Brauneis, aber dessen Schuss wird abgeblockt. Das nächste Highlight in Spielhälfte 2, leider ein unsportliches. Die Kameras haben es leider nicht eingefangen, aber Schiedsrichter Kropelnik und seine Assistenten haben Ivica Vastic abseits des Spielgeschehens sehr wohl beobachtet, als er gegen Michi Sausen tätlich wurde. Ein Ellbogencheck war es, rote Karte für den Kapitän. Sofort gibt es taktische Anweisungen vom Trainer. Der LASK ab der 65. Minute nur noch zu zehnt. Der FC Gradkorn in der Folge optisch zwar überlegen, ohne aber torgefährlich zu werden. Die letzte Möglichkeit auf den Ausgleich hat Kapitän Sašo Lukic, aber der geht in die Wolken. Und so darf sich Werner Gregoritsch über drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Meisterteller freuen. Der LASK bleibt im Titelrennen, wird aber ohne Ivica Vastic doppelt schwer haben, vorne dran zu bleiben. So, jetzt haben wir alle Tore des heutigen Tages beisammen. 16 Stück an der Zahl. Im Detail heißt das: Leoben besiegt Kufstein 4:0, Austria-Amateure Kapfenberg 3:3, Lustenau-Kärnten 4:0, Schwanenstadt-Altach 0:1 und LASK besiegt Gradkorn 1:0. In der Tabelle baut Altach die Führung weiter aus. 3 Punkte vor Verfolger LASK und 4 Punkte Vorsprung auf Lustenau. Die Austria-Amateure rutschen mit dem Unentschieden wieder auf Platz 4 ab. Ansonsten hat sich an der Reihung zur letzten Runde nichts